sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrter Franz! Europa hat mit den 17 entwicklungspolitischen Zielen 2030 eine herausragende Chance, soziale, ökologische und ökonomische Gerechtigkeitsfragen zusammenzuführen. Das betrifft Europa, aber auch die ganze Welt. Diese Ziele müssen der Katalysator und der Motor unserer Europapolitik werden. Ich bin dankbar, dass du bei der Anhörung letzte Woche gesagt hast, dass, wenn du Kommissionspräsident werden würdest, du das zur Chefsache machst und jedem Kommissar das ins Portfolio mit reinlegst. Du hast gesagt, dass wir unser Konsum und unser Produktionsverhalten daraufhin anpassen müssen. Genau das ist wichtig. Wir haben damit begonnen zum Thema Konfliktmineralien. Und wir müssen weitergehen. Die Deutschen und die Niederländer haben dazu eine Textilinitiative auf den Weg gebracht, die rechtlich verbindliche Sorgfaltspflichten mittlerweile mit einbedenkt. Das ist ein wichtiger Schritt und das ist klare, auch sozialdemokratische Politik, für die wir stehen. Udo Bullmann hat gesagt, wir müssen jetzt nicht nur über Szenarien reden, sondern handeln und sie umsetzen. Und dazu fordere ich uns alle auf, dazu lade ich uns alle ein. Das ist ein spannender neuer Weg, wie wir Politik machen können. Thank you. Mr. Caputo. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, jede Politik, die nicht die Nachhaltigkeit fördert, muss der Vergangenheit angehören. In diesem Sinne ist die Politik der EU wirklich weltweit Spitze. In den letzten Jahren ist Europa zu einem Pionier der Nachhaltigkeit geworden.